Safe Space. Willkommen im Safe Space. Namaste an alle meine spirituellen Brüder. Assalamu alaikum an meine muslimischen Brüder. Grüß Gott an meine christlichen Brüder. Namaste an meine ganzen buddhistischen Brüder. Und Shalom an meine jüdischen Brüder. So, ich habe gerade was. Ich bin über das Telefon ganz normal YouTube umgegangen, habe angefangen. Alle so, ey, wir hören nicht, es rauscht. Hier los. Mein anderes Telefon, was ich jetzt mittlerweile habe, genommen. Hab dann versucht, bei TikTok reinzukommen. Ne? Und weil ich jetzt etwas droppen werde, was richtig krass ist. Und hab mir gedacht, okay, dazu brauche ich YouTube, TikTok und Twitch. Alle meine Dinger. Weil ich habe überall verschiedene Leute. Ne? So, mache ich alle meine Dinger an zur gleichen Zeit. Und macht es auf mich, die Kamera. Das eine wird einfach von Internet rausgeschmissen. Die anderen sagen mir, ey, wir hören nichts, es rauscht die ganze Zeit nur. Das hier lässt mich gar nicht erst bei TikTok rein. Tut so, als ob er 3 Stunden braucht, um irgendwas. Like, komplett. So, für euch Indigos, ihr wisst sowieso, Indigos und Technik, gerade wenn wir, umso höher wir schwingen, und nicht nur Indigos, also generell spiritual Leute, ne? Menschen, die sehr spirituell und intuitiv sind. Wir haben ja eine sehr starke Aura, eine sehr starke Geisteskraft, eine sehr starke Energiefeld. Und diese ganzen Technical, diese ganzen Devices, die um uns herum sind, deswegen umso schwer, also viele von euch werden mit manchen technischen Sachen super Probleme haben. Viele von euch kennen das, ihr macht das Licht an, bumm, knallt immer durch. Oder Elektrizität, jeder auf seine eigene Art. Ich will jetzt nicht hier alle durch aufzählen, aber jeder kennt diese Problematik, die wir mit Technik haben. Gerade als Indigos und als Spiritual Leute. Bist du auf einer Liste drauf, wo sowieso auf dich geguckt wird und die nicht wollen, dass du zu viel redest und so. Dann bist du eh geblacklistet und dann passieren immer, zum Beispiel das letzte komische Ding. Ich habe hier bei Twitch meine Videos, die letzten 10 Videos haben auf einmal dieselben Aufschrift gehabt, obwohl ich jeden Tag reingehe und immer wieder, 2-mal am Tag fast, auf jedes neue Video die neue Überschrift hinmache, mich vergewisse, ob es auch, ne? Dann zeigt mir Twitch, ja, okay, alles klar, Dankeschön, übernommen, Speicherung, boom, geh rüber. Komm dann eine halbe Stunde später wieder auf, ja, ist schon, also läuft schon und so, ne? Guck dann drauf. Immer noch so. Ich habe einen Podcast von Arafat und Manuelsen vor einer Woche oder so gemacht. Zweiteilig, ist auf meinem Twitch drauf, für jeden, den es sehen will. Und komischerweise alle meine Videos, die danach gemacht hießen auch, ne? So, es kann auch sein, dass ich doof bin und mit der Einstellung noch nicht so klar bin und da. Aber es sind eine ganze Menge komische Sachen, die jetzt sich wieder in, bei uns so aufhalten und bestimmte Rhythmen kaputt machen, wo die vorher auch nie kaputt waren und wo vorher auch alles funktioniert hat. Kleine Introduction. So, dann habe ich mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen, das Video hier über meinen Laptop aufzunehmen und wenn es dann fertig ist, einfach nur hochzuladen. Ja? Und so nicht immer wieder, weil das Problem ist, wenn ich streame und dieses Internet einfach ausgeht und so, und ich über OBS streame und das mit meinem YouTube oder mein was auch immer, dann ist der ganze Stream für den Arsch. Auch wenn es dann wieder on geht und mein Dings sich IP sich mit dem Internet verbindet, geht mein Stream aber nicht von da weiter, wo er dann irgendwie aufgehört hat. Der wird dann einfach komplett ausgemacht. So, das ist jetzt der, weiß nicht, wie viel der Versuch. Der vierte. Luft ist schon wieder fast dran. Ist auch immer so ein Ding. Was du sagen wolltest? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin fast aus der Energie raus, aus dem, was ich eigentlich sagen und machen wollte. Deswegen war das auch gedacht gewesen, deswegen sollte ich auch gestört werden. Weil das, was ich jetzt sage, ist was richtig krass wichtig ist. So. Und zwar wir Menschen, wir alle, ohne jetzt anderen eine bestimmte Bezeichnung zu geben und andere wieder eine bessere und eine schlechtere, ne? Wir werfen uns jetzt mal alle in die Kategorie Mensch, kollektiv. Ich bin der Meinung, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo die Götter, die es gibt, die teilweise hoch schwingen und auch niedrig schwingend sind und auch alles dazwischen, ne? Ich glaube, die guten, größeren Götter, die barmherzigen, die lichtvolleren Götter, haben, um
uns Menschen eine Chance zu geben, uns in eine Zeit hierher kommen lassen und im Unterbewusstsein Aufgaben annehmen lassen, die uns in unserer seelischen Evolution weiterbringen. Ne? Jetzt sind wir hier unten auf dem Planeten und viele haben vergessen, weil das auch die Spielregel ist, dass du vergisst. Keiner mehr weiß eigentlich, wie er hergekommen ist. Keiner weiß, wo es hingeht. Und jeder kann jetzt aus diesem ganzen Nichtwissen sich irgendwas daraus entstehen lassen. Als der Creator, der du bist. Der Gott, der du bist, du lässt jetzt aus diesem ganzen Nichts etwas entstehen. Die ersten Jahre lang werden wir beschallt, an die Hand genommen, programmiert, gemacht, getan. Dann fängt die Zeit an, wo sie uns Jugendliche nennen, wo wir rebellisch werden, weil wir dann anfangen, alles in Frage zu stellen, was um uns herum. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Zeit. Ne? Weil wir da uns selber kennenlernen und forschen, Antworten suchen, uns nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Menschen in autoritären Bezeichnungen, diese Templates an Antworten, die sie uns geben, womit wir uns zurecht und Frieden geben müssen, die funktionieren irgendwann nicht mehr. Irgendwann entwickeln wir einen eigenen Kopf, wir entwickeln eigene Sprache, entwickeln mehr Muskeln, mehr Stärke, wir gehören dann auch zu den Teilen dazu und wollen dann hier Antworten haben, ne? Und rebellieren und machen und tun. Viele von. Und es ist eine kritische Zeit. Wir gehen dann von Jugendliche zu Erwachsenen, heranwachsenden Erwachsenen. Viele von uns werden dann in der Zeit, kriegen unsere ersten Kinder, obwohl wir selber noch nicht so richtig reif sind dafür. Aber, ne, boom. Dann sind wir heranwachsende Erwachsene. Viele werden in das System wieder reingedrückt, die werden klein gemacht, die werden so beschallt und so programmiert und so manipuliert, in das System wieder reinzugehen und das zu machen, was von denen verlangt wird. Ne? Lemming. In irgendeiner Form Lemming zu sein. Und dann gibt es die da nicht mitmachen. Okay, und da gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt die Gangster, die Leute, die sich Gangster nennen, die sagen, scheiß auf die Gesellschaft und auf diese, da, da, ich mach, wie ich will. Es gibt Menschen, die sagen, für mich ist diese Welt so, ich gehe lieber zu einer Sekte wie sowas wie Mormonen oder Scientology oder sonst wie viele Sachen es da draußen gibt, an Gruppen und, ne, ich will keine Bezeichnung, Sekte, Kult, blablabla. Gruppierungen, die sich dann irgendwie sagen, ey, wir können mit dem, was uns vorgegeben, können wir nicht so viel anfangen, wir machen unser eigenes Ding unter unserer eigenen Kappe, auf unser eigenes Land, blablabla, bla bla, wie auch immer, ne? Manche davon sind durchgeknallt, manche davon sind super friedlich, gibt's auch von A bis Z alles Mögliche. Dann gibt es die in dieser Jugend, in der Kindheit, in der Jugend und in heranwachsenden Stadien merken, ey, ich bin komplett anders. Ob ich Kind, ob ich Jugendlicher, ob ich so, ob ich dit, ob ich dies, ob ich das, ich habe auch schon alle durchprobiert. Ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich an mir gearbeitet habe, versucht habe, mich anzupassen und so. Es hat nicht funktioniert. Irgendwas an mir ist komplett anders. Irgendwann lernen wir auch damit umzugehen, dass wir anders sind und passen uns an und sind schlau genug, dieses komplett anders an uns zu verstecken, dass andere um uns herum Leute das nicht so merken. Während wir komplett mit dem dritten Auge wo ganz anders sind, Lügen durchschauen, Tricks durchschauen, die Gesellschaft, Politiker, Gesetze, die eh nicht eingehalten werden, die nur für Leute gemacht werden in der Horde, damit die Gesetzesmacher, die Leute, die in der Horde sind, ne, unter dem Aspekt Kontrolle, ich selber, der die Gesetze mache, Digga, lach mir die Sinnflut, mich kontrolliert keiner, ich halte mich an nichts, ne? Das Ganze, wir durchschauen das alles. Und irgendwann merken wir so, wir geben da auch nichts, ich gebe hier nichts rein. Ich gebe hier in diesem System hier nichts rein. Das ist ja komplett vergo ist ja eine, das ist total, das ist Gift. Das ist Gift auf jedem Level. Körperlich. Also umso schlauer wir werden, umso mehr merken wir, ey, das ist giftig, geistig giftig, psychologisch giftig, für meinen Charakter giftig, für meinen Körper giftig, für mein Organ, like für alles ist es giftig. Ich muss also mein eigenes Ding finden, ne? Viele von uns werden spiritual.
Was ist spirituell? Spirituell ist nur ein Baum. Ist ein Baum, der ganz viele Äste hat, der ganz viele Stämme hat und Äste und ganz viele in ganz vielen Richtungen verschiedene. Religion ist auch ein Stamm oder ein Ast vom Aspekt Spiritualität. Ne? Spiritualität ist das Oberbegriff davon, ist das Oberste. In der Spiritualität ist die Religion mit drin. Ne? Viele von uns haben jetzt durch längere Zeit auf diesem Planeten Dinge machen, Dinge gesehen, Dinge selber ausprobiert, sind selber oft sehr oft auf die Schnauze gefallen und haben daraus sowas wie gelernt und angefangen, Muster zu erkennen, angefangen, Dinge einordnen zu können. Wir wissen immer mehr, wer uns anlügt, welche Methoden dafür gebraucht werden, warum überhaupt gelogen wird. Jetzt merken wir alles, was hier draußen ist. Jetzt verstehen wir sogar den Hintergrund. Wir verstehen nicht nur, dass es das und das und das gibt und das System davon und für wen es gemacht ist, sondern wir verstehen jetzt auch die Hintergründe, warum dieses System überhaupt gibt. Wer ist an diesem System überhaupt schuld? Wer profitiert davon? Wer hat das ins Leben gerufen? Ne, wir kriegen immer mehr, umso mehr wir merken das alles, umso mehr merken wir, Mann, wir müssen uns aus dieser Welt rausziehen. Weil diese Welt ist komplett durchdacht, durchprogrammiert, durchgeimpft. Das ist eine Soße, die seit eh und je und die von ganz vielen verschiedenen Mächten, die sich da irgendwo abgesprochen haben und auf einer Frequenz fungieren zusammen und nur in ihre Frequenz Menschen reinlassen, die sich denen unterwerfen und deren Regelungen. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagst, ich kann nicht Leid anderen Menschen bringen, ich kann nicht über Leid hinwegsehen, ich kann auch nicht Leid produzieren für andere und mir daraus, umso leidiger es für die da hinten ist, umso mehr irgendwie auf irgendeiner Form, ne, die haben Leid und auf so eine, aber ich profitiere wieder durch. Wir merken richtig so irgendwann, ey Bro, wir können mit dem ganzen System überhaupt nichts anfangen. Damit es mir gut geht, muss es irgendjemand da hinten schlecht gehen oder selbst wenn man denkt, okay, ich mache alles, ich werde reich und dann werde ich in dieser Welt und Millionär. Und dann habe ich euch das mal erklärt, ne, so dieses Wurm. Dann bist du auf einmal Millionär, dann merkst du so, oh, ey, allen um mich herum geht schlecht. Oh mein Gott, ich schäme mich voll, Millionär zu sein. Das Einzige, was jetzt für mich Sinn macht, ist das ganze Geld, was ich habe, versuchen so aufzuteilen, dass, und dann merkst du, wow, the power is there be, will das überhaupt gar nicht. Ne? So, du wirst immer schlauer. Das war mein Intro jetzt. Ich musste da einmal richtig ausholen, weil jetzt gleich kommt der Haken, pass auf. Wir Menschen schwingen oft, wir schwingen. Wir sind Energie. Energie ist Schwingung. Schwingung ist Bewegung, Vibration. Auf einer Skala kannst du diese Vibration messen und sehen. Auf einer Skala von 0 bis begrenzt oben musst du dir vorstellen, gibt es irgendwo eine Mitte. Wenn die Energie, die Frequenz, auf der wir sind, in der Mitte ist, wirst du dich immer wieder in der Mitte fühlen. Nie zu gut, nie zu schlecht, nie zu. Du bist genau in der Mitte balanciert. Fängst du an in der niedrigen Frequenz. Was ist niedrig? Alles, was dunkel, kalt, gemein, eklig, widerlich und, ne? You get the picture. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Alle diese schlechten und negativen Sachen sind im niedrigen Realm, im niedrigen zu verbuchen. Alle oberen Sachen sind im oberen. Okay? Wir Menschen gehen davon aus, Priester, Hodjas, die sind alles gute Leute, die sind alle. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Viele Menschen leben hier auf diesem Planeten und haben herausgefunden, wie sie sich in Rollen rein vertiefen und für dich so aussehen, als ob, damit du kommst. Entweder deine Liebe gibst, dein Geld gibst, deine Aufmerksamkeit gibst, dein Vertrauen gibst, was auch immer die von dir wollen, du gibst es dann. Dafür springen diese Menschen in diese Rolle. Und die haben ein Spektrum an Menschen, von denen sie was abverlangen. Von denen wollen sie Liebe, von denen wollen sie Geld, von denen wollen sie Respekt. Und für jeden von denen haben sie eine Show, die sie machen. Für jeden haben sie ein different Programm. Eine andere Angstmache, eine andere, oh, du gibst Liebesentzug, du wirst Ärger. Jeder kriegt eine andere, ne, damit ich das rauskriege aus ihm, was ich von ihm will. So, ich habe langsam, wir Indigos haben verstanden, wir leben hier nicht in einer Welt, wo wir Menschen aufeinander möchten, dass es den Menschen gut geht,
Sondern eigentlich sind wir eher zurückhaltend, reserviert, Ellbogen, geh weg von mir, was willst du, ne? Also eigentlich eher negativ, niedrig schwingend. Im niedrigen, in der niedrigen Sphäre bewegen wir uns mit diesen Leuten. Lern also, eklig zu sein, eklig zu agieren, eklig zu, ne? Lern durch die Menschen um uns herum uns anzupassen und sehen das dann irgendwann als normal an. Der ist eklig, er ist eklig, er ist so, der guckt weg, ich bin auch so, ne? Ist doch normal. Ne? Damit kreieren wir hier so eine Salonfähigkeit, so eine, das ist die normale Frequency hier bei uns. Krieg, Morde, Staaten, die sich, ne? Unsere Welt. Unsere Welt ist für die meisten Leute hier drinnen normal. So wie das hier ist, ein bisschen Unstimmigkeit und hier gibt es mal, aber zum größten ganzen Teil ist es hier ganz normal. Und ist auch von Gott überwacht und es will auch Gott alles so und ist alles gut. Ne? So denken ja die meisten hier. Obwohl wir es uns schlecht geht, obwohl wir die meiste Zeit am Tag traurig sind. Wir haben von dem Alltag, den wir erleben, der ist mehr mit negativen Dingen gefüllt als wie mit positiven. Fängt an, wie wir uns fühlen, fängt an, wo wir leben, fängt an, wie wir, was wir sehen, was wir mitbekommen, was wir mit den Leuten, der Austausch, alles. Alles ist so negativ um uns herum, dass wir selber schon sehr negativ geworden sind und unser Output auch nur noch negativ ist. Wir sehen das zwar nicht ganz so. Viele sagen, ja, ich bin so und so aus Schutz. Viele sagen, ich muss so sein, weil mein Job mich so. Viele sagen, ich bin so geworden, weil meine Männer existieren, meine Ex-Freunde. Alle sagen, andere sagen, ich bin von meinen Freunden in meinem Leben scheiße behandelt worden. Das hat mich, andere sagen, ich bin verlassen worden, mein Herz. Jeder hat seine Entschuldigung, warum er ein Arschloch ist. Ein funktionierendes biologisches Kotzbrocken, wenn du so willst. Und denkt, es ist normal. In einer Welt, wo jeder ein Kotzbrocken ist, keiner für Nächstenliebe, niemand für. Ey, das ist schon lächerlich. Es hört sich schon für mich lächerlich an, wenn ich selber so spreche. So weit sind wir Menschen davon weg. Keiner interessiert sich wirklich für Nächstenliebe und, und. Weißt du, woran du das merkst? Selbst ihr, jetzt passt mal auf, ich mache den Test mit euch. Selbst ihr, die hier zugucken, sagt, ja, aber wir hier in dieser Gruppe, wir sind ja anders. Wir Indigo und wir Spirits, wir sind ja so anders, ne? Überleg mal, wie viele Dinge jetzt in der Welt passieren, wo dein Kopf, look, look, ich pass mal auf, ich erkläre dir mal eins. Wenn du so bist wie ich, von Grund auf an depressiv, okay? Auch wenn es nicht danach aussieht. Wenn du von Grund an depressiv bist, sprich, du stehst morgens auf und bevor du wach bist, bist du schon von Negativität übersät und deine Seele ist schon dunkel. Okay? Wenn du so bist, Bro, hör zu, dann bist du normal. Dann bist du ein guter Mensch. Jetzt werden sie sich sagen, mal, du hast es ja komplett. Was hast du gerade? Ich wiederhole das. Wenn du morgens aufstehst, komplett depressiv, komplett dunkel, komplett von allen guten Geistern verlassen und du einfach nur noch den Kopf zumachen willst und eigentlich sogar Sachen wie Selbstmord und oh, ich will nicht in mein Leben und so. Soll ich dir mal was sagen? Bruder und Schwester? Du bist genau richtig. Das ist gut, dass du so denkst. Weißt du warum? Weil du nicht klarkommst mit der Einstellung, die das Kollektiv angenommen hat und sich drinnen bewegt und lebt und sich zufrieden drin gibt. Du stehst auf und deine Seele blutet schon, weil du weißt, eigentlich muss ich aufstehen und mein ganzer Tag, ich muss, Digga, ich muss so viel Licht machen. Ich muss so viel Liebe, ich muss so viel, ich muss dieser Welt, ich muss meinen Auftrag erfüllen. Wir sind hierher gekommen, um diese Licht, um diese Welt anzuheben, um die Frequenzen. Leute, worauf ich eigentlich wirklich hinaus will, ne? Ich komme jetzt dazu. Wir alle, und ich rede extra in der Wir-Form, damit sich manche nicht ausgelassen und manche nicht besser und manche schlechter fühlen. Wir alle sind so schlecht auf so viele Sachen eingestellt, dass wir sehr negativ sind. Öfters. Wir fragen, wir beten, wir meditieren nach Hilfe und Gott in, ne, und dies und das. Wusstest du, dass wir oft Engel, Menschen, angelical Wesen, People, die aussehen wie du und ich, aber die von der Seele einen ganz anderen Auftrag haben? Wahre Erzengel, Bro.
wie Michael, Gabriel und. Es gibt ganz viele, ganz viele. Engel, Helfer, Wesen aus anderen Dimensionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, im Gottes Auftrag, sich dieser Erde anzunehmen, weil sie auch daran interessiert sind, die Frequenzen hier anzuheben. So wie unser Seelenvertrag ja auch lautet, warum wir, okay, manche von uns sind Dämonen, manche von uns sind hier, um einfach wirklich nur Zwietracht und Chaos und Vernichtung und Dunkelheit, das ist euer Auftrag. Aber wir sind, also, ne, wir sind hier für was anderes, wir sind für genau das Gegenteil. Und deswegen fühlen wir uns auch in dieser Welt nicht wohl. Deswegen können wir auch hier nicht lachen. Deswegen müssen wir auch zu Ärzten, depressiv, uns ADS nennen lassen, uns nein, mit uns ist alles komplett in Ordnung. Wir leben nur in einer Welt, die so unmenschlich ist, dass sich Leute wie wir, Indigos, Engel, Angelical Beings, Spiritual Menschen, Teachers, Lightworker, wie auch immer wir uns nennen wollen, wir fühlen uns hier nicht wohl. Wir fühlen uns hier nicht verstanden. Und das Schlimme ist, jetzt kommt's. Menschen wie wir werden gejagt, gegangstalkt. Kommt drauf an, wie stark und wie Warrior-mäßig du unterwegs bist. Es gibt ganz viele Spiritual, die sind so ganz so, wie die Rainbow, wie die Crystal Kids, so ganz so, they don't want no problems, they don't want, ganz so, ne, so, no, und so. Und we gotta, ey, wir müssen die beschützen eigentlich. Aber viele von denen wissen halt nicht, dass sie es sind und deswegen, aber naja, da kommen wir zu spät dazu. So, die brauchen eigentlich unseren Schutz und die sind so, ne? Und dann gibt's uns. We don't take shit from nobody. Wir sind auch so, auch sehr zerbrechlich, auch sehr liebevoll. But if you push them certain button, bro, da kommen bei uns Dämonen raus, die wir selber nicht im Griff haben und die wollen wir auch. Deswegen haben wir so eine Angst vor uns selber. Deswegen versuchen wir uns selber mit Sport und mit das und hier unter Kontrolle zu kriegen. Aber der real deal ist, dass wir Menschen, und jetzt komme ich zum Punkt, viele von euch, viele von uns haben eine Chance bekommen, jetzt kurz bevor diese Welt wirklich kaputt geht und wirklich in einem, oder Teile dieser Fragmente dieser Existenz, dieses Seins, manche von uns, die auf einem sehr schlechten Weg und sehr karmisch beladen, negativ waren, haben nochmal eine Chance und kriegen nochmal eine Chance durch Menschen, die in unser Leben kommen, Ereignisse, neuer Job, neue dies, neue Intuition. Gott macht das. Aber viele von uns erkennen das gar nicht und treten diese Chancen und diese Menschen weg von uns. Wollen ihnen sogar was Böses. Tun irgendwas im Bewussten oder auch im Unbewussten, um diese Menschen sogar es irgendwie schwerer zu machen. In ihrem Leben, mit was sie machen. Oder wir lügen ja, oder ne, wir gehen hin. Wir machen einfach irgendeinen Kelleck mit denen. Irgendeine Scheiße, die sich nicht gehört. Dabei ist dieser Mensch oder diese Aufgabe, diese Situation ist in dein Leben gekommen, um dir eine Chance zu geben, an dir zu arbeiten, dass du in dieser Gabelung, an der wir jetzt stehen, sagst, entweder gehe ich nach links, hoch oder runter. Entweder werde ich lichtvoller oder ich werde dunkel. Entweder gehe ich hoch oder runter. Ne? Und Gott oder die Wesen um uns herum geben uns eine Chance durch Menschen oder Situationen, die für uns nicht gleich erkennbar sind, die für uns aussehen wie ein Stück Arbeit oder wie, oh, der ist mir zu anstrengend oder das, das und überlasse ich dem sein Schicksal oder Scheiße. Obwohl ich alles mache, ich könnte so zack und das wäre vorbei. Verstehst du, was ich meine? Ich könnte was machen, um dann, aber ich entscheide mich dafür, diesen Menschen es noch schwerer zu machen oder ihn in seiner Misere, die Misere, die dir auf den Menschen zukommen könnte, obwohl ich es verhindern kann oder sollte, unterstreiche ich das nochmal. Und denke, ist nicht mein Ding. So wie ihr alle, wenn ihr denkt, aber was interessieren mich die Leute in Afrika oder irgendwo in Palästina oder irgendwie, ist doch nicht mein Brot. Und denkt, ihr seid karmisch und rein spirituell auf einer sicheren Seite so zu denken. Ach, mir passiert nichts. Denkt doch jeder so. Das Kollektiv ist doch eh, boom, ne? Da kommen wir wieder zu diesen, wir sind alle so ver. Das ist für uns normal, so, Vergewaltigung, Korruption, Krieg, das, egal, ist nicht mein Problem. Ist schon ganz normal bei uns geworden. Schon so normal, dass manche Menschen es gibt, die stehen hier in dieser Welt auf und die freuen sich auf ihren Alltag. Die, wo geil, Leute,
Die stehen nicht so wie wir. Die brauchen nicht erstmal 3, 4 Stunden, erstmal Sport, Meditation, das, das, Yoga hier und da, um sich erstmal so zu ordnen, um überhaupt hier anfangen zu können, ihre Lichtarbeit für den Tag hier vorzubereiten, was die überhaupt halt hier, ne? Die stehen morgens auf und haben gleich gute Laune. Warum? Weil sie auf einer Frequenz sind, wo das alles sich gleicht und wo alles zusammengehört. Böses Verstepel. Pappenheimer kennen ihre Pappenheimer. Misery needs company, sagen wir auf Englisch. So, ich habe in letzter Zeit Menschen kennengelernt, wie du sicherlich auch, die gedacht haben, and they really thought that there's something like a blessing to me. A blessing, yeah, they were a blessing. Like they basically are a blessing, because if your blessing is just being be less than you are and that you can be. So if somebody thinks he's a blessing to you, he probably is a blessing because you're being less than you can be in the presence of that person, energetically, mentally. Und on sämtlichen anderen Ebenen auch. So, these people that you and me meet, ich und du, every day, and that come and go through our lives, you know what it is? They don't realize that you und ich, and this might sound conceited, spiritually conceited, they got that glaubst du, wer du bist mäßig, but I'm gonna tell you something, bro. And I'm going to use my Dinglish language because that's a very creative form of speaking. And that's just the way God wants me to speak right now. Because there's a lot of German and English people in here listening to what I'm saying. God or the universe or the angels or friendly beings, habt ihr verstanden? Gave you a chance. Through circumstances, through people, through new ideas, through intuitive things that should have happened for you in your life or could have happened. But it looks like work to you. It might not be easy. You might have to invest some. It's not that, it doesn't look that lucrative. But somewhere deep inside, you know and you feel, this is something like my last chance. This person, this guy here, this chance, this gym, this opportunity, this offer, whatever, is presented to me and brought to me because this is going to change something in my life. And that change is going to determine what's going to happen with me and my soul in the next couple of years, eons, time to come. In that moment where you fail to see who these people or who these opportunities are and is that present themselves to you, and you turn your back on these people, or you kick them with your feet, or you do any kind of messed up thing towards those people, you're not doing it towards those people, bro and sister. That world is over where you can do something to, you can leave somebody in their misery, or you can put pain, or you can put people through bullshit and think, hey, ain't got nothing to do with me. Ain't my fault. Ain't none of my bit. Those days are over. That era is done. Ich erkläre das alles nochmal gleich in Deutsch auch für all diejenigen, ne? Oh, danke. Wow, absolut Power Juice Smoothie. Ja, den haben wir gar nicht schon, weil ich spüre immer Chlorella rein. Obwohl es etwas süß ist, aber. Man schmeckt das ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Aber, trinken die es jetzt nicht mehr? Ja, dann merkt das schon. Well, kannst du es nicht noch verdünnen mit Orange? Er muss das trinken. Aber oh, Atom hin. Smoothies. Mit alles drin, was man braucht. Empfehle ich auch jeden von euch. Holt euch einen Mixer. Holt euch Obst. Mixt das alles zusammen, trinkt es. Und ihr werdet merken, Gott
kann sich dann in deinem Körper wohlfühlen und dann breit machen. So if you listen, let me continue. So if you listen, if you kick angelical beings, if you kick your blessings, not blessings, if you kick what God has, I'm sorry, I used the wrong word. Let me X that out. Not blessings. If you are in a position to do and help and give and support and spread love and spread light, and you're not doing it, you're stinging, you're being whatever you're doing, you're not doing what God wants you to do, bro. That's going to turn around and bite you in your ass, bro. Look, we are in the times, these are the last times for you halfway on a hip, for you on the fence people. This is your last chance and last opportunity to see the things that God and the universe put in your way and your path for you to make that final change. If you don't see those things for what it is, bro, and your heart is not light enough, you don't have the love and the light in your heart to know and to want to do good, not just because you're scared or karmic or it might come back to me. If you don't want to do good, literally want to do good because it feels good and you feel good doing good, and you have people and opportunities and things in your life right now that's kind of pushing you in that direction, but you're like, nah, then I would have to spend too much money. That is going to be your curse. Do you understand? Did I make myself clear? That will become, be, and stay your curse. So it is. This is God's last chance and letting you know, hey, look, bro, I got some things lined up here for you, but you got to have the right head. You got to see the opportunity and you got to work for something. You still have clearing to do. You have some clearing, some karma, and some shit that you need to know. And this is my way of giving you a job to clean that shit up so you can hop on the boat. Because it's about to go down, bro. I don't know if you see the signs of the times, bro, but it's going down. This world is coming to an end. And it's up to you now, basically. Do you want to be saved? Or you don't want to be saved? And you just want to continue to be the person that you are and live in that misery and accept the misery and everything that's good. And bro, it's going to get a lot worse. This is just the beginning, bro. Because everything that's happening now, bro, everything you put out is coming back. For some of you, triple, four times as much. Like, you know what I mean? Whatever you put out now, bro, that's what's going to come back. Me, I put out love, strength, light, unity. You know what I'm saying? That's all I do. I don't know about you, what you're putting out, bro. But if you keep kicking those people, those angelical beings, those opportunities, those divine opportunities that God put in your way to give you a chance to change some shit up before shit goes down, bro, and you keep kicking it with your feet, bro, it's the last time I'm going to tell you, too. It's a wrap for you, bro. You make the bed you lay in. Did you hear me? Boom. Jetzt nochmal auf Deutsch. Gott hat jetzt dich in eine Evolutionsstufe hingepackt, in einer Stufe in dein Leben jetzt hingepackt, wo du Menschen, Ereignisse und Dinge um dich herum, die vielleicht nicht ganz so ansprechen oder so, aber sie sind pure Lichtarbeit. Und es gilt darum, dich einzubringen und dort was zu verändern und zu machen. Möglicherweise auch mehr herzugeben, wie du bereit bist. Mehr von deinem göttlichen, ungöttlichen, irdischen Materialismus, dein Geld, dein was auch immer.
Du innerlich wirst schon wissen, was es ist, weil du hast den inneren, you got the blueprint, Gott packt dir das dir in deinen Kopf rein. Ich bin nur hier, um dich zu erinnern, weil du es ja so tust, als ob du es vergessen hast. Es gibt Situationen, Menschen und Ereignisse um uns herum, die uns helfen, auf, weil wir beinahe wie sowas wie eine Gabelung gerade sind. Und dafür, wo du dich jetzt in nächster Zeit entscheidest, da wirst du hingehen. Das wird deine Seele annehmen. Ob du ins Licht oder ins Dunkle, ob du ins Warme, ins Kalte, ins Richtige, ins Falsche, ne? Wir sind jetzt in einer Zeit, wo jetzt sogar der dümmste Mensch auf diesem Planeten merkt, wow, das ist kurz vor 12, hier passiert bald irgendwas und alle entscheiden sich gerade, wo, ne, und so, wo, hm? Wenn du ein Licht, wenn du spiritual und du so weit rein bist, wird Gott in dein Leben Menschen hingepackt haben oder Situationen oder Ereignisse, die nicht ganz vielleicht, die sich irgendwie richtig anfühlen, aber die für dich vielleicht bedeuten, oh, ich muss arbeiten, ich muss was reinstecken, ich muss denen helfen, oh, ich muss mich jetzt extra, ja, warum? Weil du dadurch die Chance hast, dich selber zu reinigen. Und den Menschen zu zeigen, denen du das da helfen tust und so, dass so man als, das ist ein Geben und ein Nehmen, was ich jetzt brauche. Der Mensch sieht bei dir etwas, was er sich selber aneignen muss und du musst etwas überkommen, worauf du eigentlich keinen Bock hast, was dich aber letztendlich säubert und deine Seele auf den richtigen Pfad hinschickt. Wenn du das ignorierst und das mit Füßen trittst, die Sachen, die Gott oder das Universum oder die Angelical Beings, die Engel, die dir helfen oder wir, wenn du die weiter mit den Füßen trittst und nicht helfen willst, nicht, Bro, diese Welt ist nicht hier, um für dich reich, schön zu werden, um Frauen zu werden. Du bist hier, um Licht zu machen. Es sei denn, du hast einen anderen Vertrag. Es sei denn, du bist von der anderen Seite. Dann hast du natürlich einen Vertrag, hier nur Chaos zu machen. Und dann machst du das genau das Richtige. Wenn du aber so bist wie wir und das verstehst, was ich sage, bist du auch an einem Punkt angekommen, wo du langsam erkannt haben musst, wer du bist. Und oft ist es im Intuitiven etwas, was du tun und machen musst und was wir verstehen, was uns aber zu viel Arbeit und oh, kein Bock drauf, oh, was, bin ich der Einzige, bin ich bescheuert, keine andere macht. No, it's not about that. Darum geht's nicht. Es geht darum, was du bereit bist zu tun, was Gott von dir verlangt. Bis jetzt hast du die Chancen und die Menschen um dich herum getreten. Und nicht, und deswegen geht's dir auch so schlecht, wie es dir jetzt geht. Deswegen hast du das jetzt auch, was du hast. Ich bin auch depressiv, mir geht's auch schlecht und so. Aber nur schlecht für die Dinge, die es mir gehen soll. Im Endeffekt hat Gott mir das gegeben und mir das und das, was mich, ich habe alles, was ich brauche. Mir geht's nicht schlecht, mir fehlt's an nichts. Mir fehlt's wirklich an nichts. Alles Notwendige, was ich für meine Seele, für mich brauche, ist da. Im Überfluss. Bloß die Zeit, in der wir jetzt sind, bewegen uns in andere Richtungen. Und ich merke, dass ich, ohne das so ausdrücken zu wollen, aber ich merke, dass viele Menschen um mich herum nicht das so richtig kapiert haben. Und eigentlich gute Wesen sind oder eigentlich gute Intentions haben, aber sie so niedrig schwingen und das nicht kriegen. Die kriegen das nicht richtig klar, dass sie an sich arbeiten müssen, um in das Positive zu gehen, um dann den Sogeffekt, damit das Positive sie auch ziehen kann. Wenn du dir die Hand rausstreckst, dann wird sich das Positive dich deine annehmen und dich ziehen. Wenn du aber nur denkst, naja, ich mache nur so ein bisschen und das Positive wird sich schon so, das wird nicht passieren. Du wirst dann automatisch in das Dreckige, in das Dunkle mit reingezogen werden, obwohl du gar nicht so sein, ne? Die Gabelung, wir sind jetzt an einer Gabelung, wir sind in einem Wendepunkt in unserem Leben, in einem ganz wirklich wichtigen Punkt, wo du dich entscheiden musst, wer bin ich und zu was gehört zu meinen Aufgaben und zu meinen Bereichen im Leben. Wozu werde ich mich jetzt bereit erklären? Was werde ich machen? Inwiefern muss ich frühere Sachen aufgeben und inwiefern muss ich neue Sachen anfangen und. Das kann nur jeder für sich selber wissen. Und ich kann dir nur sagen, dass dieses Video jetzt extra und wahrscheinlich werde ich noch mal ein paar mehr machen müssen oder wie auch immer, aber das Gefühl war gerade sehr stark auf Englisch und auf Deutsch, das nochmal festzuhalten. A lot of you people are kicking your own angelical beings and your helpers and your own intuitive opportunities that's created from divineness. You're kicking it with your feet because you're just being an asshole, you're just being an idiot. Viele von euch treten mit den Füßen ihre eigenen Segnung, die auf dem Weg, weil sie nicht nach Segnung aussehen. Und du, kein Bock jetzt und so, aber in Wirklichkeit, wenn du dich deren annimmst und wenn du das endlich tust, dann wirst du merken, wow, zu geben heißt zu bekommen. So, dieses Leben, ist ein bisschen schwer auch gerade, mein Sohn, der rennt hier rum, der nervt wieder und so. Yes, you really need to sleep. Can you close the door, please, Ma?
Die ganze warme Luft von draußen kommt auch rein und so. Die ganzen Scheiß. Danke. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Ja, jetzt wird es wieder laut. Kurz, die Tür geht auf. Hier, bitte, das Phone oder das Phone? Ja, also das ist das so, ne? Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du das dir halt zunächst nimmst. Aber wir werden das Thema noch bestimmt ein paar Mal mehr. Das ist nicht das erste Mal. Wird auch nicht das letzte Mal. Ne? So. Denk nochmal drüber nach, lass es dir bewusst werden. Geh in dich, geh in die Meditation. Unterhalte dich mit Gott. Ja. Es war jetzt gerade ruhig da, aber ich. Das würde ich lange anhalten. Dann ist man wieder drin und dann wird es wieder anders. Ich habe auch gesagt, was ich zusammen habe. Von denen. Ist eigentlich alles gesagt worden. So. Versuch damit was anzufangen. Entweder könnt ihr es oder nicht. Die, die es nicht können, werden im Endeffekt eh sehen, was sie denn davon haben, dass sie es nicht können. Und den anderen, die halt das auch so ein bisschen spüren und es so ein bisschen im Kopf und den Gedanken haben, kann ich halt nur ermutigen, ne, nochmal wirklich um sich herum zu gucken und nochmal zu überdenken, ob manche Dinge nicht eher eine Chance für einen selber und für seinen spirituellen und seinen seelischen, psychologischen, charakterlichen Aufstieg oder Erweiterung ist, dient, ne? Die Menschen und die Projekte, die Opportunities, die Dinge, die um einen herum gerade sind. Und gerade bei den Sachen, wo man, ah, nee, das wird das nicht. Vielleicht gerade nochmal extra. Weil vielleicht liegt da drinne deine Segnung. Wenn du da reingehst und das behebst, daran Licht gibst, daran Liebe gibst, daran deine auch. You understand? Das ist das, was ich hier sage. So, peace, love and light an alle, die jetzt hier waren und die das mitbekommen haben. Dankeschön, dass es. Und, hey, vergesst nicht, Mann, wir sind alle hier zusammen in dieser Welt. Und, weißt du, wir machen, du bist nicht alleine. Wir machen das alles hier zusammen durch. Das ist gerade voll verrückt. Wir werden alle getestet. Die Menschen um uns herum, die unbewusst sind, werden richtig krank genutzt, um dich aufzuregen, um dich aus deiner Ruhe zu holen, um dich wütend zu machen. Ne? So, kreier dein Safe Space, so wie wir hier haben, Safe Space, ne? Reinige deine Wohnung, reinige dein Tempel, reinige deinen Kopf, reinige dein Herz, ne? Dann deine Wohnung und dann guck, dass alles, was um dich herum ist, auch am Reinigen ist oder rein. Es gibt viele Sachen. Solfeggio, Meditation, Yoga, Sport, es gibt ganz vieles, was du machen kannst. Und solange du machst und in Bewegung bleibst, rostest du nie. Wenn du rostest, wirst du langsam, gehst du kaputt. Und dann kann das Dunkle kommen und dich ein. Weißt du? Wenn du in Bewegung bleibst und immer lichtvoll und immer so und so, dann wird Gott immer dich weiter pushen. Immer, komm, komm, komm. Hier, komm, komm, komm. So. Bleib stark. Wir machen es alle durch. Und der einzige Grund, warum ich dieses Video heute gemacht habe, ist, dass eigentlich könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und könnte, oh, das und der hat das gemacht und das und das und das. Aber in wahrem Leben weiß ich, dass diese ganzen Sachen für uns jetzt nur ein Push sind. Ja? Wenn ich negativ eingestellt wäre und so, dann würde ich mich jetzt runterziehen lassen davon und das alles würde mich negativ effekten. Da ich aber weiß, das Programm durchschaut habe und weiß, wie ich mich selber zu programmieren habe, suche ich mir die Umstände, macht die Sinn. Das Video zum Beispiel, darüber zu reden, es weiterzugeben, hilft mir jetzt, die Situation besser anzunehmen und damit auch besser umzugehen. Statt hier sitzen, sauer werden oder das und das und das, ne? Nicht in die Negativität verfallen, weil das ist das, was die wollen. Und generell friedvoller zu bleiben. Ja, ich bin auch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr meine letzten ein, zwei Videos mitbekommen habt, aber wir haben viel mehr verstanden jetzt und sind viel reservierter jetzt, weil wir genau wissen, oh, momentan wird alles und jeder genutzt, um uns aus der Ruhe rauszuholen.
gerade uns Lichtarbeiter, Mann. Wir bringen so viel Licht, wir bringen so viel Positivität. Boah, wir gehen einmal auf die Straße rauf, wir helfen, wir gucken einmal. Bestimmte Menschen kommen in unsere Nähe und wir haben, look, du, wir, an sich du, wir sind so wichtig. Wir sind so wichtig für diese Momente, für diesen Planeten. Die Götter und alles, was gut und positiv ist, ist auf unserer Seite und bedankt sich bei uns, dass wir auch da sind und auch mitmachen. Und, ne? Ich weiß nicht, ob du spürst so, aber durch meine Worte jetzt vielleicht auch so. Ne? Die sind dankbar. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Und du bist vielleicht auch dankbar, dass ich jetzt hier und dass du mein Video sehen konntest. Und, ne? Und so geben und nehmen wir uns alle voneinander. Das muss aufgerecht erhalten werden. Deswegen Safe Space. Das ist übrigens mein Twitch-Kanal hier, Safe Space. Ich werde dieses Video aber bei YouTube auch hochladen und gucken vielleicht auch bei, weiß. Aber diese Konversationen, die führe ich hier gerne in mein Safe Space und baue mein Twitch gerade auf. Und kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin jetzt Affiliate geworden und jetzt Official Twitch, bla bla bla. Und für die Leute, die mich abonnieren, ja, ich mache mir jetzt schon eine Liste, ja, und ich schreibe euch jetzt schon rauf. Und in 3 Monaten, weil ich muss jetzt 3 Monate jetzt Programm auf Twitch machen und bla 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 bla. Und basically habe ich mich selber gefragt, ja, warum sollte sich denn ein Abonnent besonders fühlen, wenn er hier nichts besonders machen kann? Weil ich dachte, ich kann dann zumindest, dass nur die Abonnenten kommentieren können oder irgendwas so. Momentan ist Twitch hat sich ein bisschen verändert. So, wenn du nur ein Zuschauer bist, ein Geier, oder ein Abonnent, so habe ich dann gedacht, so, ja, warum sollte er das, ne, bevorzugen? Ich sag dir warum. Weil wenn diese 3 Monate vorbei ist und ich deinen Namen auf meiner Liste jetzt schon mit meinen, ne, ich guck, wer darauf ist und die ganze Zeit dabei geblieben ist. Und in dem Moment, ab den 3 Monaten, wenn ich dann richtig official hier drin bin und ich dann anfangen kann, dann wirklich Videos oder bestimmte Sachen nur zu machen, die dann nur meine Abonnenten sind. Bro, für euch ist dann richtig. Ich habe für euch dann... Ihr seid dann innerhalb meiner Safe Space Indigo Community nochmal eine Elite. Ihr seid dann sowas wie der innere Kern. Für euch gibt's ganz andere Dinge. A, ganz andere Talks, ganz andere Videos, weil ich werde dann Videos machen können, die dann nur für euch sind, die hier nicht hier für jeden. Und sehr viel, was ich mir jetzt überlege, die Tools und die Kreativität, die ich mir jetzt einfallen lasse, wo ich weiß, ey, das wird meinen Abonnenten bei Twitch richtig gut tun, weil wir werden dann richtig, es geht nicht darum, sich mit anderen rauszustechen aus der Masse und bla bla bla, aber bestimmte Sachen, die ich dann vorhabe, die uns dann wirklich untereinander, uns Gleichgesinnte, uns auszeichnen und uns noch mehr verbindet, werde ich dann anhand dieser Abonnenten festmachen können. Und wenn die Liebe auch, die ich da drin erkenne, die wird, ihr wisst, wie ich bin. Ich gebe alles doppelt und dreifach zurück. Momentan sieht es jetzt so aus, als ob das alles für jeden irgendwie hier so ist. Und ich habe das selber noch nicht so richtig verstanden. So, ich vertraue auf Gott eh. Also ich weiß, Gott wird eh das in die richtigen Kanäle hinschicken und die richtigen Leute werden das sehen. Deswegen, like, subscribe, lassen was da oder nicht oder dislike oder hate ruhig oder was auch immer du machst. Whatever you do is what you do. Ich werde dich da nicht erinnern. Du bist, machst das, was in deiner Natur liegt. Aber das ist erstmal das, was ich zu sagen habe zu dem Video. So, ich danke schön, danke fürs Zuhören und Peace, Love and Line und Respekt und bis zum nächsten Video.